Benzingestank, Gummigestank, laute Motoren. Ja, einfach Rennsport zum Anfassen. Ist ob schönes Wetter oder schlechtes Wetter, spielt alles hier keine Rolle. Von der ganzen Organisation her oder so, wie alles ein bisschen aufgemacht ist, ist wirklich einwandfrei. Die Stimmung, super. Also wir sind total begeistert. Die Kulisse, die Geräusche, Autos, nette Mädels, nette Männer, alle gut. Heulende Motoren, quietschende Reifen und Geruch von heißem Gummi auf dem Asphalt. Das 21. internationale Glasbach-Rennen ist gestartet. Und zum bereits vierten Mal trägt die Rennsportgemeinschaft Altensteiner Oberland auch gleichzeitig die Europa-Bergmeisterschaft aus. So gehen rund 150 Teams aus 14 Nationen an diesem Wochenende an den Start. Es ist die einzige deutsche Veranstaltung in der Europa-Bergmeisterschaft und deshalb auch ein großes Aushängeschild für das Altensteiner Oberland. Oder vielmehr für den kleinen Ort Steinbach bei Bad Liebenstein, der seit Donnerstag schon Kopf steht. In dem eigentlich so idyllischen und ruhigen Örtchen werden in den nächsten Tagen nicht nur rund um die Uhr die Motoren lärmen, sondern sich auch tausende Besucher durch die Straßen bewegen. Denn hier schlagen auch alle Teams ihre Fahrerlager auf. Also das hier ist die Anmeldung. Hier werden die Fahrzeuge angehalten, werden nach ihren Nummern gefragt und werden dann auf ihre Plätze zugewiesen. Die Plätze werden im Vorfeld ausgewählt. Und die Jungs, wer noch nicht weiß, wohin muss, die Jungs bringen sie dann hin. Und die Leute, die schon öfters da waren, können selber an ihren Platz fahren. Und dann weiß man zum Schluss ganz genau, welcher Platz ist noch frei oder wer ist noch nicht da. Und das hat man alles auf der Liste. Die Fahrer melden sich an, original oder per Fax oder online, und wir prüfen, ob die Unterlagen vollständig sind. Also die brauchen eine Fahrerlizenz, wenn sie für einen anderen Verein waren, noch eine Bewerberlizenz, und die Wagenpapiere werden überprüft, ob die, diese eingegeben haben beim Antrag, dann auch vollständig sind. So. Und dann kriegen sie von uns Startnummern, Durchfahrtskarte, was man halt so braucht. Wir haben jemanden, der dolmetscht, Italienisch, Französisch. Englisch kann man ein bisschen was, Tschechisch ist immer ein bisschen schwierig, haben aber auch noch jemanden, aber wir kommen zurecht. Und die Herrschaften da vorne, die prüfen im Prinzip nur, ob das Geld bezahlt ist, Stadtgeld bezahlt ist, und dann kann es losgehen. Dann können wir nur noch viel Erfolg wünschen. Wir haben viele Gäste, wir haben Offizielle, wir haben viele Fahrer, die wissen möchten, was hier so los ist, wo sie Anlaufstellen haben. Es kommen auch Fans rein, die Merchandising-Artikel kaufen möchten. Wir haben eine Aufteilung heute vom Fuhrpark gemacht, dass jeder Offizielle auch ein Auto hat. Ja, und beantworten halt alle Fragen rund ums Rennen. So treffen mal soeben fast 1400 Motorsportler inklusive ihrer Familien auf rund 1200 Einwohner. Das heißt ja mal Gastfreundlichkeit. Mittlerweile nehmen Steinbacher Familien die Teams auch schon auf ihren Grundstücken oder gar in ihren Häusern auf. Weil wir die Leute in der Zwischenzeit gern haben. Und zuerst kam der Norbert Hander und fragte, ob er sich hier herstellen darf, weil ihm der Hof gefällt. Und da haben wir ja gesagt, und von da an kommt er jedes Jahr. Und auch der Hessberger, der steht da drüben. Und der auch, also das ist so richtig, ist schön, wie Familie. Da gibt es Kartoffelsalat mit allen möglichen. Und da essen alle, wenn irgendein Kumpel kommt, der kriegt auch was. Und Kaffee mache ich den ganzen Tag. Ja, also wir nehmen die Fahrer seit Anfang an auf, seitdem das erste Rennen hier war. Man lernt
gerne auch neue Leute kennen dadurch. Wir haben verschiedene Fahrer schon hier auf dem Hof gehabt. Letzter Fahrer war einer aus Frankreich. Verständigungsprobleme waren zwar auch ein bisschen da, aber es war sehr gut. Also für uns ist das selbstverständlich. Wir machen das auch gerne, sage ich mal, um den Ort zu unterstützen bzw. die RSG zu unterstützen. Ja, wir sind hier eine Straßengemeinschaft, wo jeder jeden hilft. Wir machen sowieso vieles zusammen. Und wenn die Fahrer alle hier sind, die werden mit integriert. Wir machen hier am unser Versorgungsstand gemeinsam Frühstück und die ganze Versorgung bis abends. Und am Sonntagabend wird nochmal gegrillt, teilweise mit den Fahrern, die bleiben da. Und ja, die kriegen All-Inclusive-Versorgung hier und werden bemuddelt von vorne bis hinten. Dann gibt es aber auch Steinbacher Familien, die genau hier an der Rennstrecke wohnen und ihre Grundstücke 3 Tage lang nicht mehr verlassen können. Sicher nicht jedermanns Sache, aber hier in Steinbach nimmt man es gelassen und genießt eher den Trubel. Wir stellen uns vorher drauf ein, ne? Der Kühlschrank ist voll, wir haben hier unten noch mal eine Zufahrt und groß weg muss man ja nicht, weil wir hier das uns angucken wollen. Und deswegen haben wir uns hier das einfallen lassen mit dem Gerüst, da lade ich meine Kumpels ein, wir stehen dahinter, wir feuern das alles an, ja, und es macht Spaß. Das nehme ich gerne in Kauf, weil die Veranstaltung, die hier durchgeführt wird, das ist ja spitzenmäßig. Da kann man wirklich nur sagen, ein großes Lob an den Verein, die Mühe, die vielen freiwilligen Helfer, alle Achtung, was hier auf die Beine gestellt wird, das muss erst mal ein anderer nachmachen. Die Strecke ist schon mal fertig und auch die Teams im Fahrerlager sind startklar. So kann auch das 21. internationale Glasbachrennen am Freitagabend offiziell eröffnet werden. Und jeder mal, ja, ganz oben. Und alle Fans dürfen sich bei den Präsentationsläufen schon mal einen Geschmack aufs Rennwochenende holen. Von historischen Fahrzeugen bis hin zu Tourenwagen und Formelfahrzeugen. Es wird alles vertreten sein. Vor allem aber das hochkarätige Fahrerfeld. Zudem unter anderem auch der amtierende WEC-Weltmeister Timo Bernhard zählt. Ja, warum darf man denn einen WEC-Weltmeister hier auf der Strecke in Steinbach begrüßen? Ja, rein zum Spaß. Das ist ein Motorsport, auch ein Hobby von mir und habe ein eigenes Rennteam auch, das sich im ADAC GT Masters und im Porsche Carrera Cup betätigt. Und ja, das haben wir eines der Autos haben wir jetzt benutzt, um jetzt hier bei dem Glasbach-Rennen dieses Jahr zu starten und freue mich unheimlich. Wie gesagt, es ist ein Hobby von mir, aber ich bin voll und vollblut Race und habe gesagt, irgendwann, wenn ich Zeit habe, fahre ich hier mal und starte hier mal, weil ich auch viel Gutes gehört habe über die Veranstaltung. Ich finde ganz toll, was hier passiert, auch der Enthusiasmus und ich bin froh, hier dabei zu sein. Ich glaube, es wird Spaß machen. In der Pressekonferenz hast du gesagt, ein bisschen eine Familienausfahrt im Vater mitgebracht. Wie sieht es da aus zwischen euch beiden auf der Strecke dann? Ja, das sehen wir also relaxed. Also klar, mein Vater, muss ich sagen, jetzt ziehe ich den Hut ab. Er ist jetzt 65 und fährt immer noch Rallyes und Bergrennen und macht das für den Spaß. Also vor 2 Wochen ist er unser Heimbergrennen in Homburg gefahren. Und kommt, also bei ihm kommt es nicht mehr auf die Zeit an. Er will einfach Spaß haben, hat ein tolles Auto unterm Hintern, wie immer sagt, ein Porsche. Und das für ihn ist das einfach eine Erfüllung von einem Lebenstraum. Und wir machen einen schönen Familienausflug und freuen uns da unheimlich. Jetzt bist du schon 3-mal die Strecke lang gefahren. Was hast du denn für einen Eindruck für morgen? Ja, es war gut, es war jetzt nur mit dem Straßenauto und weil es noch viel Aufbauarbeit und okay, konnte jetzt noch nicht so richtig die Strecke jetzt sehen, weil war klar, es war sehr langsam, erstmal nur die Kurven lernen und noch sehr am Anfang, aber mal schauen. Also ich denke, es wird morgen spannend, den ersten Lauf, ersten Trainingslauf, dass man alles mal im Renntempo erlebt und dann klar beginnt die Detailarbeit, dass man die Strecke dann auch richtig weiß, wo man dann anpacken muss, wo man sich noch verbessern muss. Aber ich freue mich schon. Ich denke, das wird spannend, eine neue Herausforderung. Bergrennen ist eine sehr anspruchsvolle Disziplin, die leider oft nicht so geschätzt wird. Aber ich glaube, hier wird guter Motorsport geboten und vor allen Dingen die Fahrer werden sehr stark gefordert. Wir sind sehr gespannt auf dich. Alles klar. Dankeschön. Schauen wir mal am Samstag, wenn schon in den frühen Morgenstunden die Trainings- oder Qualifikationsläufe starten.
Nun geht es auf die 5500 Meter Strecke, die der Verein erst in den letzten Jahren in einen so Top-Zustand gebracht hat, dass sie mittlerweile nicht nur die längste Bergrennpiste Deutschlands, sondern auch die sicherste und modernste Europas geworden ist. Die Strecke hier zeichnet sich dadurch aus, dass sie in ihrer Gänze über die doppelten Leitplanken verfügt. Das ist ganz besonders und auch beweglichen Betonteile, die hier eingesetzt werden, machen einen Grad an Sicherheit, den man auf anderen Strecken so nicht vorfindet. Hier ist nicht nur die Idee von Sicherheit, sondern hier steht ein richtiges Konzept dahinter. Die Fahrer sind so begeistert von der Strecke, weil sie eben extrem viele Kurven hat. Auf den 5,5 Kilometer, die sie lang ist, bietet sie unheimlich viele Kurven. Eine Schikane, die sehen wir hier, da stehen wir gerade. Und das macht es aus. Hier ist immer Geschwindigkeit drin, man hat immer einen Flow und das ist wichtig. Das Fahren muss flüssig sein, erst dann ist es richtig schnell und das begeistert sowohl Fahrer als auch Zuschauer. Wir haben die erste Zeit wieder rum. Ja, die sind ein bisschen langsamer geworden beim Ballett. Markus, wir haben gerade erfahren, dass es die sicherste Strecke Europas ist und da hast du persönlich auch einen Anteil dran, stimmt's? Ja gut, wir haben damals, wo es um den Ausbau der Strecke ging, gesagt, wenn wir jetzt investieren in eine Strecke, dann wollen wir die auch so sicher wie möglich machen, weil Sicherheit im Motorsport halt sehr groß geschrieben wird und gerade bei Rennstrecken, die, ich sag mal, jetzt wirklich als normale Landstraße genutzt werden, ist es nicht so einfach, Sicherheit an die Strecke zu bringen. Und deswegen haben wir damals uns entschieden, auch eine größere Summe in die Hand zu nehmen und 7,5 Kilometer doppelte Verplankung hier hinzustellen. Die ganzjährig steht, die dient natürlich auch zur Sicherheit des alltäglichen Verkehrs, aber dann zusätzlich hier zur Veranstaltung nochmal aufzurüsten mit einem eigenen Streckensicherungssystem, um wirklich auch das High-End momentan, was es aktuell gibt, für Bergrennstrecken herzustellen. Also uns ist wichtig, dass alle informiert sind, wenn irgendwo auf der Strecke irgendwas ist, was passiert. Und da brauchen wir momentan nur 0,2 Sekunden dazu und dann wissen alle Bescheid, die dafür Verantwortung tragen, ist auch für die, die Verantwortung tragen. Es ist ja im Ehrenamt hier ein wichtiges Standbein zu wissen, okay, hier ist alles für die Sicherheit der Fahrer und einfach auch für einen persönlich dann getan. Also auch nochmal eine spezielle Videoanlage, sag ich mal. Genau, also wir schieben über 13 Kameras die Schwerpunktbereiche bei uns in die Race Control. Nutzen das natürlich auch gleichzeitig, um einen Livestream zu produzieren, für alle die das Rennen leider nicht besuchen können. Das ist so eine Win-Win-Situation an der Stelle, aber für uns in erster Linie logischerweise zu sehen, wo sind die Fahrzeuge auf der Strecke. Die starten hier im 30-Sekunden-Abstand, erzielen die Höchstgeschwindigkeiten von fast 240 km/h. Da wird es auch mal enger untereinander und da muss alles zusammenpassen. Doch alleine diese Vorzeigestrecke erstmal startklar zu machen, hat dem rund 90 Mitglieder starken Verein nicht nur viel Schweiß, sondern auch unzählige Stunden gekostet. Ohne Hilfe von vielen freiwilligen Helfern und auch der Bundeswehr wäre das wohl alles nicht möglich. Wir fangen eigentlich mit der direkten Streckenvorbereitung 3 Wochen vorher an. Da werden alle Materialien zusammengestellt, da werden schon die ersten Sachen zusammengepackt, damit es dann relativ schnell in dem kurzen Sperrzeitraum, den wir vor der Veranstaltung haben und auch danach, nutzen können. Das heißt, die Reifen werden teilweise schon rausgefahren, die müssen ja dann vor Ort auch gebändert werden, müssen die ganzen Leitplankenlücken müssen verschlossen werden, mit schwerer Technik auch, weil unsere Elemente, die wir dort einsetzen, bis zu 3 Tonnen wiegen. Das kann man also nicht mit der Hand bewegen. Das sind solche Arbeiten, dann muss koordiniert werden, wo sind die Übergänge, die Gerüste müssen aufgebaut werden für die Streckenposten, damit sie sicher stehen. Die ganzen Zuschauerbereiche müssen gemäht werden, gepflegt werden, müssen abgebändert werden, damit also auch ersichtlich ist. Wir brauchen eine Zuschauerlenkung, wie kommen die von oben nach unten, das muss ausgeschildert werden. Ja, und zum Schluss muss das Streckensicherungssystem aufgebaut werden, also alle Ampeln dran, alle Übergänge müssen gezogen werden, die Kameras müssen aufgebaut werden. Und das muss alles irgendwie auch noch vernetzt werden untereinander, sodass es zum Schluss funktioniert und wir auch den Output haben, den wir brauchen. Ja, hier laufen die Fäden zusammen. Hier sitzt die Rennleitung, der erste Rennleiter hinter mir, ich bin sein Stellvertreter. Wir haben hier Kameras an der gesamten Strecke, wo wir jeden Bereich der Strecke einsehen können. Des Weiteren sehen wir hier hinter mir noch unser Ampelsystem. Das heißt, die Streckenposten arbeiten hier nicht mehr mit Flaggen, wie man es klassischerweise kennt von der Rundstrecke, sondern wir arbeiten hier tatsächlich mit roten Ampeln, die über die Streckenposten im Falle eines Unfalls oder eines Ausfalls bedient werden. Und wir sehen das hier sofort auf unserem Monitor, wer gedrückt hat und in welchem Bereich das ist. Ja, dass wir entsprechend schnell reagieren können und entsprechend die Rettungskräfte werden von hier aus auch gesteuert, wer wann wie wohin fährt, sodass nicht immer Feuerwehr, Krankenwagen etc. pp. Rausfährt, wenn vielleicht nur mal das Rad ab ist oder sowas.
Ja, wir dürfen sogar einen Prominenten hier an der Strecke begrüßen. Was führt dich denn hierher? Ja, was führt mich hierher? Ich habe immer ganz viel gehört von einem Glasbach-Rennen. Und ich habe gedacht, dieses Jahr muss ich hier hin und muss mir das angucken. Durfte auch schon mal mitfahren beim Taxifahren. Sehr beeindruckend. Also Riesenrespekt an den Fahrer, weil da ist ja keine Auslaufzone, da ist ja gar nichts. Also gegenüber vom Track. Ein Track ist ja Kinderspiel dagegen. Okay, wie sieht es denn bei dir aus? Werden wir noch lange von dir was sehen bei RTL? Also ich bin ja bei RTL 2 jetzt jüngst, woher weißt du es überhaupt? Ab September fängt ja eine neue Sendung, mein neuer Alter an. PS-Profis bei Sport 1 bleibt natürlich auch immer noch erhalten. Und ganz viel auf YouTube seht ihr auch immer noch von mir, auf meinem eigenen Kanal. Einfach mal vorbeischauen, ja? Sydney Industries. Da seht ihr ganz viele Projekte, auch viele Projekte mit KW zusammen. Da baue ich auch ab und zu mal mein Fahrwerk selber und gehe den Leuten in der Fabrik auf die Nerven. Ja, und auch von Glasbach-Rennen gibt es auch ein Video. Was macht denn der Vereinsvorsitzende an den Renntagen? Ich nehme mal an, Mädchen für alles, oder? Ja, fast Mädchen für alles, aber ich habe seit einigen Jahren einen Stammplatz hier im Vorstadt, mache das gerne, aber wenn Not am Mann ist, bin ich auch irgendwo anders dann in greifbar. Ne? Das war heute schon zweimal der Fall, da musste was besorgt werden und wir sind zu zweit, das heißt, wir können uns abwechseln, dann kann man mal wegspringen. Ja. Jetzt hat der Rennleiter gerade Pause. Wie läuft es denn bis jetzt? Bist du zufrieden? Ja, also momentan bin ich zufrieden. Es gibt jetzt momentan eine kleine Unterbrechung. Ein Teilnehmerfahrzeug ist ausgefallen mit technischem Defekt. Das behebt man jetzt gerade und hoffen, dass wir zügig weitermachen können. Und ich hoffe, dass so weiter durchläuft, dass wir auch im Zeitrahmen bleiben und dann schauen wir mal. Was hat man denn als Rennleiter jetzt genau zu tun? Ja, also die ganze Überwachung der Strecke mit Unterstützung von den Leiter der Streckensicherung. Also da gibt es zwei davon. Ich habe, wie Sie gesehen haben, in den Race Control gibt es verschiedene Monitore. Dort habe ich Einsicht mit verschiedenen Kameras auf die Strecke. Das erleichtert die ganze Arbeit natürlich. Es ist kein Blindflug für mich. Und ja, eigentlich, dass es läuft hier und dass wir zügig durchkommen und die Zuschauer, dass wir denen eben Motorsport vom Feinsten bieten können. Was bedeutet denn die Veranstaltung für die Stadt Bad Liebenstein? Also es bringt uns eine große Aufmerksamkeit hier in die Stadt. Wir haben viele Gäste hier, auch internationale Gäste, werden verschiedene Sprachen gesprochen und es macht Bad Liebenstein bekannt. Markus, jetzt habt ihr ja das Bergrennen wieder aufleben lassen hier in Thüringen, sagen wir mal. 2002 habt ihr euch gegründet, habt ihr da schon die Ausmaßen gewusst? Habt ihr schon solche Träume gehabt, eine EM auszurichten oder waren die noch ganz klein? Die waren damals noch gar nicht da. Weil alle, die damals die Rennsportgemeinschaft gegründet haben, eigentlich aktive Fahrer waren. Wir haben uns dann offiziell getroffen, sind unter einem Namen zu den Veranstaltungen gefahren, sind Rennen gefahren. Dann ist es, wie es im Leben so ist. Man wird älter, die Familie kommt dazu. Und wir haben dann mal geguckt, was können wir als Verein machen, was es hier schon mal gab. Und von 74 bis 91 gab es das Glasbach-Rennen und es gab auch viele Bergrennen drumherum in Thüringen. Bietet sich natürlich an, da wir die Berge auch dazu haben. Und haben uns dann entschlossen, 2005 mit dem ersten Mal in Winterstein wieder die Tradition beleben zu lassen mit dem Rennsteigbergrennen und haben dann die Chance ergriffen, 2011, genau 20 Jahre nach Stillstand auf Glasbach, wieder hier das Glasbachrennen ins Leben zu rufen oder besser gesagt wieder zum Leben zu erwecken. Das war allerdings sehr, 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 sehr viel Arbeit und ich glaube, das, was wir heute hier als Endprodukt sehen, daran hat überhaupt keiner geglaubt, dass sowas möglich ist. War nicht einfach, ist nicht einfach, fordert uns jedes Jahr aufs Neue heraus. Und von daher ist das aber eine schöne Geschichte gewesen, um auch die Emotionen im Verein ein Stück weit zusammenzubringen. Auch da ist es so, dass es die berühmten fünf gibt, die eigentlich ganzjährig mit dem Kopf dabei sind. Ich sage immer, wir haben mittlerweile vielleicht sogar 15, die sich ganzjährig auch mit der Thematik beschäftigen, überlegen, was kann man wo ändern. Aber dann ganz wichtig, die 300, die wir am Wochenende jeden Tag haben, die uns unterstützen, um das, was wir uns vorgedacht haben, einfach auch umzusetzen. Erstklassig umzusetzen vor allem. Denn diese wirklich durchorganisierte Veranstaltung dürfte wohl nicht nur jeden einzelnen Zuschauer zufriedenstellen, sondern auch die Fahrer. Ja,
Ja, ist schön. Also viele Teilnehmer hier, gutes Starterfeld, ist gut organisiert, läuft sehr, sehr gut, sehr schnell dieses Mal, Wetter passt, also von daher alles schön. Spektakulär, sehr lang, sehr anspruchsvoll und sehr schnell. Also wenn ich das vergleiche mit der Europameisterschaft mit den anderen Läufen, muss ich sagen, Deutschland ist perfekt. Und die Nachbarn alle in der Früh immer, hallo, guten Morgen, also alles sehr, ich glaube, da lebt der ganze Ort mit. Und ich glaube, dass bei jedem Ort irgendeine Person am Rennen beteiligt ist, so wie das da ausschaut. Den Eindruck macht es auf mich. Um erstmal eine Europa-Bergmeisterschaft austragen zu können, bedarf es schon viel Ehrgeiz und Engagement der vielen, vielen Beteiligten, die auch dieses Rennwochenende wieder völlig reibungslos und erstklassig hinter sich gebracht haben. Und natürlich endet auch der Sonntagabend mit der Siegerehrung genau dort, wo auch die ganzen Tage zuvor die abendlichen Partys bis in die Morgenstunden gelaufen sind. Nämlich hier, auf dem Steinbacher Marktplatz, der auch noch mal heute hunderte Motorsportfans anzieht, um bei der Siegerehrung mit dabei zu sein. Und wie auch erwartet, hat es Timo Bernhard in seiner Klasse auf das Siegerpodest geschafft. Die beiden Erstplatzierten, aber der Erst- und Zweitplatzierte, die beiden über 3 Liter. Doch der schnellste und auch der Gesamtsieger des 21. Internationalen Glasbach-Rennens ist der fünffache Europa-Bergmeister Simone Baggioli, der übrigens auch mit 2:01.557 den absoluten neuesten Streckenrekord aufgestellt hat. Darauf und auf ein erfolgreiches Glasbach-Rennen 2016 kann jetzt auch der Sektkorken knallen. Like,